So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawoll! Jo, wir fahren den nach Hause hier. Und dann setzen wir den großen Trecker hier zurück. Da können wir nämlich hier gleich aufs Feld fahren, weil es ja gleich nebenan. Ja. Oder? Ja. So, ein Blick in die Karte und wir müssen. Ja, die Klebenwege, die sehen immer aus wie Straßen, aber das sind keine Straßen. Und das irritiert mich immer. Das sind einfach nur so, ja, noch nicht mal ganz Feldwege. Also müssen wir jetzt hier so hoch und dann, ja, die nächste Straße links. Und dann müssen wir bei uns zu Hause sein. Das irritiert mich immer. Ja, das sind die Feldbegrenzungen. Ja, ich weiß. Aber da. Ach, naja. So. Also dir müssen wir dann links, oder? Ist das eine Feldbegrenzung? Das wird doch eine Feldbegrenzung, oder? Ja, ja. Nee, das ist ein Feldweg. Naja, manchmal hast du bloß so eine Begrenzung. Und manchmal hast du mal einen Feldweg. Und du hast einen Feldweg, wo du abfliegst. Oh Gott. Boah. Das rubbelt und bubbelt. Können wir hier eigentlich reinfahren? Ja, freilich. Ja. Aber gleich zum Schweinestall, da schmeißen wir das hier gleich bei der ersten rein. Wenn wir immer hier sind, schmeißen wir es hier gleich rein. Ist nicht viel, aber da haben sie wenigstens ein bisschen. Ja gut, wir können Klubett rein vor. Da steht da auch mal ein trockenes, falls es mal regnet. Da steht da auch ein trockenes. Nein. So. Ja, aussteigen. Das ist der erste Deutz. Hatte ich, ich glaube, beim letzten Video oder habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass ich mit dem Glas fahre. Ich meine in Deutsch. So. Und zwar müssen wir da hingucken. Ranscrollen ein bisschen.
Wo ist es denn? Ja, ist es das oder ist es das nicht? Der Achse, ich denke mal, das ist der hier, ja. Werden wir gleich sehen. Ja, das ist der gewesen. Gut. Dann gehen wir mal dahin. Schade, dass man die Hänger nicht, ne? Zurücksetzen kann. So. Okay. So, wo steht der Mähdrescher? Da ganz hinten. Okay. Einmal frei. Aber das ist ja noch ein riesiges Feld, Leute. Wollen wir uns nicht doch noch einen Mähdrescher mieten? Hm. Ich überlege gerade, ein bisschen Kohle haben wir noch. Da verdienen wir zwar nicht so viel an den Auftrag, aber ein bisschen verdienen wir. Ja. Ja, werden wir machen. Werden wir machen. Und zwar zumindest kein Grün. Den mieten wir uns nicht, weil sonst bei Zurückgeben verwechsel ich das immer. So, der hat 400 Dings, kann 10.570 Liter. Den schon, den haben wir, der kann nur 10.000 Liter. Okay. Der Klaas kann bis zu 12.000 Liter. Hm. Ja, da gibt's da. Gibt's nur mit den Ketten, ne? Ja, ja. Jo. Auch da müssen wir uns den Schneidberg noch mieten. Und so ein Dingsbums. Ja, gut. Ist da, auf was ist da jetzt aufgerüstet? Auf 10.500. Motorausführung. Reifenhersteller. Wieso steht denn da Bissen und ich kann den Stein stellen? Hat jetzt 10.500. Und hier steht bis 12.000. Ja. Aber ich kann nur Motorausführung machen. Reifenhersteller. Reifenvariante. Wenn ich da jetzt einen Motor nehme, switch das dann auf 12.000 Liter hoch. Ja. Okay, dann machen wir das. Aber wir mieten den. So. Den brauchen wir. Schneidwerk. Wieso sind... Ach doch, hier. Ich wollte schon sagen, wieso sind hier keine Glas-Schneidwerke drin? Das hat 10 Meter noch was. Und unseres hat, glaube ich, das von Deutz, ne? Das hat 6 Meter. Nee, ich glaube, von John Deere haben wir, oder?
Moment. Ja, wir haben das von John Deere und da hat der Kleine erreicht. Der Ladewagen, meine ich. Ja. Wir könnten uns jetzt auch eins von John Deere holen, weil das ist nicht allzu teuer und da holen wir auch bis den Kleinen. Ja, machen wir auch. So, mieten wir. Ich hoffe, es passt, aber es müsste eigentlich passen. Und dann brauchen wir... Oh. Wir haben ja bloß das Kleine hier genommen, genau. Mieten wir aber auch, weil... Geben wir dann eh alles zurück. Wenn die Aufträge fertig sind, dann geben wir eh alles zurück. Genau. So. Dann mal hier hin. So, jetzt will ich bloß gucken, ob es Schneidwerk passt, weil wir müssen es eh anhängen, weil sonst können wir nicht das da drauf packen. Ach, den Wagen, den hätten wir uns ja auch nicht mieten brauchen. Den können wir ja auch schon mal stehen lassen. Das Feld ist doch gleich nebenan, Heiko. Ach, ich hätte mal eine Sekunde länger überlegen müssen, oder? Oh, ich habe ein Schild in mir vorne. Wieso stand da ein Schild? Hä? Warum stand da ein Schild? Gucken wir uns gleich an. Sache, wo kommt das Schild her? Das ist dann euch mal bitte weg. Hä? Stand das da drüben? Ich habe das gar nicht gesehen. So, schauen wir mal. Fährt er hier unten noch? Ja, er fährt noch, ne? Ja, ja. 50% hat er erst. Ja, da geht es schneller. So, was machen wir da in der Zeit? Gewächshäuser Wasser auffüllen. Ja, ja, machen wir mal. Gewächshäuser Wasser erfüllen, genau. Ach so, wir müssen hier die Maschinen, ja genau. Da tanken wir das Ding auf. Und da können wir mal hier die Maschinen putzen, genau. Oh, 40% haben wir jetzt auf dem Feld abgeschlossen. Nicht schlecht. Noch nicht ganz die Hälfte, aber fast. Ja, du bist witzig, Heiko. Nee, heute nicht. Oh, das ist voll. Okay. So, jetzt ist voll. Ja, da danken wir hier auf. Nehmen wir den anderen Trecker und machen erstmal die Maschinen sauber, genau. Dass wir die auch mal wieder wegstellen, weil ja, sieht ja furchtbar aus. Die sieht ja furchtbar aus, wenn die hier so rumstehen. Warum mache ich immer das Licht an? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Den könnten wir eigentlich auch mal reparieren. Noch nicht, aber später dann mal. Ach, ich verstehe. Weil wir hatten doch das eine Video, wo wir geschlafen hatten, ne? Jetzt will ich auch mal ein bisschen Geld auch noch bekommen haben. Nicht nur vom Gewächshaus, sondern auch hier von der Lagerhalle. Sind ja Solarzellen drauf. Ah, okay. Okay, okay. Okay. Jetzt verstehe ich's. Okay. Den Trecker machen wir auch gleich ein bisschen sauber. Aber eigentlich erstmal die Maschine hier. Ja. Einmal frei. Wieder aus. Hallo. Aber aus. So, wo packen wir sie da hin? Na, da, wo die Stelle frei ist. Okay. Boah, die Rehe. Mach mich. Hübsch. Ja. Zum Glück war es bloß der Reifen, nicht der Kotflügel. So. So, da putzen wir mal noch dies hier. Ja, da ist ein bisschen schmutziger wie der Beinpresser. Jeder von denen ist der Grundbank voll. So, okay. Der ist, der fährt noch. Ach, der hier. Okay, gut. So, wo sind da? Bin ich eigentlich zu der anderen Mähdrescher gleich vorne, ne? Ja, ich denke mal schon. Der braucht zwar ein bisschen länger, aber alles gut.
Ja, warum lasse ich... Ah, nee, das können wir doch zurückgeben. Obwohl... Nee, wir brauchen nicht das den Schneidbergwagen. Brauchen wir nicht zurückgeben, weil wir ja immer noch im gleichen Dach sind. Und wenn wir die Aufträge alles soweit hinkriegen, ist das am gleichen Dach. Also geht das schon mit den Mietkosten, meine ich. So, wie weit ist denn der? Jo. Oh, bei 65, 66%. Da würde ich sagen, warte mal ab, bis der fertig ist. Was kann man noch in der Zwischenzeit machen? Ach, wir wollten mal, ich wollte ja mal einen Schafstall gucken. Schafstall, der war hier unten. Genau da. Ja. Oh, E-Paket Wolle haben wir schon. Naja, gut. So, wie sieht's bei euch aus, Jungs? Essen habt ihr noch. Einmal frei. Euch geht's gut. Welches Feld hatten wir gekauft? Das hier? Nee, das hatten wir nicht. Warte mal. Das war da, ne? Da. Genau. Ja, ist noch im Wachstum. Alles gut. Ich verstehe immer nicht, warum da benötige ich Kalk, aber ich denke mal, wenn das ja, mal abgeerntet ist, dann und wir dann kalken, dann sieht das anders aus. So. Ach so. So, ist ja am Farmhaus. Wieso haben wir eigentlich so viele Farmhäuser? Könnte man das nicht verkaufen? Will mal gucken, ob das geht, weil so viele Farmhäuser, das ist ja Wahnsinn. Jetzt brauchen wir nicht. Da hätten wir hier ein bisschen Platz zu bauen. Das könnte man verkaufen. Das könnte man sogar verkaufen. Weil unten haben wir ein Farmhaus. Warum will ich da hier jetzt noch ein Farmhaus haben? Das könnte man eigentlich verkaufen. Puh, ja. Müssen wir aber noch nicht machen. Nee, machen wir auch noch nicht. Aber das könnte man verkaufen. Da könnte man hier noch ein bisschen was bauen. Ja. Noch ein paar Gewächshäuser. Du und deine Gewächshäuser. Naja, die sind gut. Die sind gut. Apropos Gewächshäuser. Aber die stehen hier ja nicht drin, oder? Jetzt. Wo habt ihr die gesehen? Die Gewächshäuser. Ich weiß es nicht mehr. Welche, wo hat man die gesehen? Ich weiß es nicht. Hey. Ja, wenn wir die noch mal finden sollten, ich weiß gar nicht mehr, wo die waren. Da könnte man eventuell die vielleicht kaufen, so teuer waren die, glaube ich, gar nicht. Da könnte man die auch noch in Betrieb nehmen. So, wo ich jetzt hin will, ist hier und den hier. Ja, da ist gleich fertig. Und da können wir den, wenn der fertig ist, dann tanken wir den noch ab. Und dann war es das eigentlich schon wieder für das Video. Dem war es das auch.
Ich glaube, der wird sogar voll jetzt, denn dann können wir das im nächsten Video in die Müslerei bringen, bitte. Müslifabrik, Entschuldigung. Jo. Hat gerade erst angefangen. Es ist schon voll. So. Müsste ja eigentlich voll werden. Wenn der andere jetzt 59% reingedankt hat und der ist hier größer, der, den sein Dank. Ja. Müsste man voll werden. Auch nicht. Man weiß es nicht. Echt jetzt? Das haut aber dann nicht hin. Wir haben den abgedankt, den eh da drüben, der hatte kleineren Dank wie der hier. Und hatten 69%. Das haut aber nicht ganz hin. Das haut irgendwie nicht ganz hin. Na gut, ihr Lieben. Somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.